Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19. Wir machen heute weiter. Und rechts läuft gerade der kleine Mann durch. Ja, wir treffen uns auf mit einem alten Bekannten. Diesmal im Halbfinale. Letztes Mal war es das Viertelfinale, nämlich mit Juventus Turin. Ja, Paris haben wir ja, sagen wir mal, verdient ausgeschaltet. Jetzt soll Juventus folgen und der Schritt ins Finale gehen. Apropos Finale, das könnte nämlich heute auch passieren. Wir wollen natürlich den Schritt machen, jetzt auch im DFB-Pokal ins Finale, ins Endspiel. Wir treffen jetzt im hintereinander auf die Bremer. Also wie gesagt, einmal DFB-Pokal und einmal Liga. Theoretisch kann es in der Liga sogar schon um den Meistertitel gehen. Sollten wir gewinnen, 30 Spiele sind absolviert. Also wie gesagt, wir müssen gewinnen und dann sind wir Meister. Dann kann man nicht mehr verdrängt werden. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, DFB-Pokal steht an. Während ich mir das Spiel hier runterlade, könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir am Ende des Monats mit einem neuen Projekt beginnen. Nicht bei FIFA, sondern anschließend an Red Dead Redemption. Das geht, glaube ich, jetzt noch bis zum 27., wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich bin mir gerade tatsächlich, weil ein netter Herr tatsächlich sich noch erbarmt hat, mir die Beta zukommen zu lassen, werden wir die Private Beta anspielen. Und mal gucken, wie das Spiel so ist und alles drum und dran, bevor es dann im März so richtig losgeht. Ja, wahrscheinlich steht der Trupp schon. Aber wie gesagt, gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall wird es am Ende Fun Red Dead Redemption, jetzt mit der Private Beta von Division weitergehen und dann nach im Anschluss mit Uncharted 3. Das ist schon mal eine kleine Änderung. Es ist spontan einfach nur. Und Far Cry geht auch demnächst weiter, sobald wir Battlefield abgeschlossen haben. Da finden wir uns auch noch zwei, drei Kriegsgeschichten, also noch ein bisschen was hin. Ich habe mich mit Bernie schon zusammengeschlossen, aber mit ihm auch schon gesprochen. Wir werden auf jeden Fall demnächst mit der Aufnahme beginnen. Von Far Cry 5 in der Koop-Version. So, zurück zu FIFA. Auf geht's. Halbfinale. DFB-Pokal. Können wir das Triple holen? Ja, da stehen noch die Bremer im Weg und stehen noch Juve im Weg. Das Duell hatten wir ja vor kurzem erst im DFB-Pokal. Oder die Baller Dreierpack im letzten Spiel in der Liga gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt soll. Ja, der nächste Gegner folgen. Ja. Gehen wir rein, DFB-Pokal steht an, Halbfinale. Jetzt wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. Ah, scheiße. Ah, ein bisschen. Vielleicht. Und den hat er schön gesehen. Auf Brand. Ja, jetzt muss er gerade abbrechen. Und die erste Riesenchance, die der BVB hat. Aber scheitert noch ein paar Flinker. Lücker. Es wird Ecke geben. Tut es auch. Die haben mich an. Brand. Flagge auch nicht wirklich.
Zu der Sitze konnte der Bremer. Sagen wir es mal so, heute zu verlieren wäre tragischer als morgen. Hakimi. Die Lücke steht. Ah, schön gemacht. Ah, spiel ihn mal direkt. Den muss eigentlich direkt spielen. Schönes Ding, die war da. Der mit Tempo da vorbeikommt. Und da ist es. Axel Witzel. Entschuldigung, der Zentrum war es natürlich. 22. Minute, der Schritt, erste Schritt ins Finale. Der erste Schritt schon mal ins Finale gegen Werder. Also nicht gegen Werder, sondern der erste Schritt gegen Werder, klar. Für definitiv alles anders als verfärben. Diallo. Sergio, der Torschütze. Ja, da muss er jetzt im Moment warten. Kriegen wir den jetzt überlaufen? Wenn er. Ah, schade. Ich kam nicht wirklich in diesen den Ball rein. Fair, kein Foul. Jakobsen. So. So, da könnte er gelb geben. Ah, da muss er. Ah, Mann, das Bälle kommt nicht durch. Ich versuche immer wieder mal ein bisschen was nachzulegen. Ja, kein Foul. Ja, der war nicht gut gespielt. Keins gegen Hakimi. Na dann. Ja. Er pfeift für die? Okay. Für was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, danke schön. Da habt ihr euch das Ding selber reingehauen. 1-1. Da habt ihr euch das Ding selber reingehauen. Ja, erst Horn mit seinem überhasteten Abschlag. Ja. Reus.
Reus am ersten vorbei. Reus am zweiten vorbei. Und der muss drin sein eigentlich, Brandt. Der muss eigentlich drin sein. Scheiße, Alter, nur. Da kommt der Reus an zwei Leuten vorbei und kriegt das Ding nicht ins Tor. Also nicht das, nicht Reus, sondern... Ja, verdammt, Alter. Mann, da lässt er den abtropfen. Warum? Kein Abseits. Jetzt macht das besser. 50. Glück gehabt. Den Keeper noch in die Beine ge... Den Keeper noch... Yes, Alter. Wieder 2-1 gemacht. Jetzt hol ihn mir. Mach jetzt nichts Überhastetes mehr. Gefohlen sogar. Hakimi. Ah, schade. Du kriegst immer wieder ein bisschen... Krieg immer wieder ein bisschen in Position gespielt. Ha, Ecke. Nächste Riesenchance. Für uns. Ja, da muss aber. Schade, ist ja Witze. Mit dem schönen Ball da durchgespielt. Ich komme immer wieder in die die Position. War, ne? Ich probiere immer wieder ein bisschen was raus. Was zu machen. Ah, der Pass kommt nicht durch. Es ist ein umkämpftes Spiel, definitiv. So, für die. Vermute ich mal. Ja, ist auch richtig. Leck mich doch am Arsch, Alter. Die kommen einmal wieder vors Tor. Oh Mann, ey. Das ist nicht wahr. Wir ballern uns die... Wir kriegen es nicht geschissen, Mann, so einen Vorsprung dadurch zu halten.
Du fängst hier sofort wieder das 2:2. Mit der ausgepowerten Mannschaft habe ich keinen Bock auf Verlängerung. Ah, ich spiele doch vernünftig dort. Oh, der war gut geschaltet. Der war äußerst schnell geschaltet, Mann. Bleib doch noch weg. Pause. Alle. Und dafür ist er da. Nicht mal zum Sprinten, sondern zum Tore schießen. 3:2 BVB. Tor für Dortmund. Alle. Aber hier, weil Max da nochmal hinterher geht. Drittes DFB-Pokal-Tor für Alalea. Der beste Schütze für Dortmund im DFB-Pokal in dieser Saison mit 3 Toren. Jakobsen. Naja, okay. Das ist in Ordnung, das ist absolut richtig. Können wir noch mal abpfeifen, komm. Hätte vorne reinspielen müssen, nicht schon. Egal, scheiß was drauf, wir sind durch. Finale, yes! Wenn man ehrlich bin, hat man zweimal Glück gehabt, auch bei den Torschüssen. Aber es ist verdient. Man muss es so sehen, man muss es einfach so sehen, es ist verdient, diese den Sieg zu machen. Wir treffen auf Eintracht Frankfurt im Finale. Okay. Wir haben noch nicht genug Werder. Wir treffen jetzt in der Bundesliga nochmal auf sie und dann können wir den ersten Titel klar machen. Gut, bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 19. 31. Spieltag steht morgen an mit dem Spiel gegen Werder Bremen. Ciao.